Ich bin in die finanzielle Schieflage gekommen, weil ich früher in jungen Jahren mir Sachen auf Kredit gekauft habe, aber den Kredit nicht abbezahlt habe. Und so hat sich das von ein paar hundert Euro umgerechnet an Schulden sich auf mehrere tausend Euro Schulden aufgehäuft. Nur durch die Zins- und Zinseszinsen über 15 Jahre. Ich bin sehr froh, dass mir die Caritas dabei geholfen hat, um von meinen Schulden runterzukommen, damit ich wieder besser leben kann. Damit ich nicht immer nur die Gedanken habe und so weiter, kommen schon wieder die nächsten Inkassobriefe, kommen schon die nächsten Mahnungen. Und das wird ja immer mehr und nicht weniger. Und deswegen war es gut, mit der Schuldnerberatung das in Angriff zu nehmen. Ich habe selber kein eigenes Konto, dadurch, dass ich an der Schufa noch stehe. Und bin aber über die Wohnungslosenhilfe und so, die haben mir dann ein Treuhandkonto eingerichtet, damit ich zumindest über die Caritas kontomäßig erreichbar bin. Und jetzt habe ich schon mal so weit und so, dass ich von zwei großen Sachen eine Sache abbezahlt habe und eine Sache, die muss ich jetzt noch. Die muss ich jetzt noch 4,5 Jahre und dann bin ich fertig mit. Und momentan belaufen sich die monatlichen Raten auf 20 Euro.